when I'm meditating, while I'm waiting to be fading into another world to be another place, because this is too horrible, like in hell to me, this world is only what it is. Hi Leute, heute mal wieder ein Video von mir und leider nur ein kurzes, weil diese Woche hatte ich noch keine Zeit und meine Kamera ist kaputt gegangen. Es wird leider noch ein bisschen dauern, bis ich hier konkretere Videos zu Lösungsvorschlägen bringe, aber das habe ich vor in nächster Zeit. Ich habe halt viel zu tun im Moment, ich habe zwei Betten gebaut, ich pflanze gerade, also mache gerade Setzlinge und bereite den Garten vor, sodass halt in diesem Jahr auch eine gute Ernte bevorsteht, und habe Pflanzen umgetopft, habe hier aufgeräumt, habe alles Mögliche verändert und nebenbei habe ich auch noch eine Schiene gebaut für meine Freundin, die Lähmung hat, eine Spastik auf der rechten Körperhälfte, um die Hand zu schienen, und ja, das sind halt viele Projekte und die erfordern viel Zeit. Nebenbei mache ich eben noch ein bisschen Musik, deswegen ist das alles halt sehr knapp im Moment. Ich überlege auch, ob ich demnächst mal ein Crowdfunding-Projekt starte, aber das nur so nebenbei. Heute ist mein Thema der Frankenstein-Komplex. Ich habe auch schon überlegt, ob ich versuche, eine Diplomarbeit dazu zu schreiben oder so. Nein, Quatsch. Aber ich denke, eigentlich kann man das auch relativ kurz und knapp abhandeln. Wir haben halt sehr viele Menschen, die durch die Gegend roboten. Das ist vielleicht schon einigen aufgefallen. Aber was mir im Besonderen halt auffällt, ist halt dieser lebende Leiche-Komplex. Also der Frankenstein-Komplex habe ich ihn deswegen genannt. Das ist mir in einem Gespräch mit einer Freundin aufgefallen. Wie krass das eigentlich ist. Weil irgendwie, ich habe halt hier einen Bekannten, der ist quasi in so einer Einrichtung für psychisch Kranke. Und er ist halt Autist und er wollte eigentlich gerne mal mich besuchen und dass wir halt hier zusammen kochen. Und das hat er von seinem, diese Einrichtung aus nicht erlaubt bekommen. Und dann bin ich eben mit ihm zusammen dorthin. Weil die wollten eben mich kennenlernen und wollten dann entscheiden, ob er halt hier was essen kann oder also kochen kann oder nicht. Aber eigentlich ging es halt gar nicht darum zu entscheiden, ob er das darf oder nicht, sondern die waren im Prinzip schon von vornherein entschieden, dass er definitiv da zu essen hat und nicht woanders. Und eigentlich wollten die im Prinzip nur wissen, wer das überhaupt ist, also zu dem er geht. Und jedenfalls habe ich die dann halt auch ein bisschen zur Rede gestellt, weil ich kam da rein, die kamen mir direkt so entgegen. Und haben so die Augen aufgerissen, als hätten sie einen Alien gesehen oder so. Naja, jedenfalls habe ich denen dann halt erstmal erzählt, dass Menschen im Prinzip an sich freie Wesen sind und dass sie eigentlich kein Recht haben, darüber zu entscheiden, was der hier da machen will oder nicht. Und da der eben halt auch volljährig ist und so weiter. Und dann haben die halt versucht, sich irgendwie mit Händen und Füßen zu verteidigen. Und als ich dann halt gesagt habe, dass das eben seine freie Entscheidung ist und dass sie im Prinzip ihn machen lassen müssen, wenn er das machen möchte, haben die gesagt, ja, aber wir sind ja verantwortlich für diese Person. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr seid verantwortlich für diese Person, aber das ist keine Person, das ist ein Mensch. Und weil eine Person ist ein Ding, ein Gegenstand, und ein Mensch ist ein freies, lebendiges Wesen, ne? Und kein Gegenstand und kann als Lebewesen eben nicht als Gegenstand gesehen, betrachtet und behandelt werden, dass sie ja überhaupt kein Recht dazu haben. Und dann hieß es von ihnen, ja, das ist aber sehr idealistisch, also ist ja nicht, das können wir ja überhaupt nicht, also wir haben ja die Verantwortung, und waren halt total geschockt und so und haben mich dann halt auch sanft dazu gedrängt, dann doch irgendwie das Haus zu verlassen, weil ihnen die Situation, die Konversation auch sehr unangenehm war, haben halt versucht damit sich zu retten, dass sie gesagt haben, ja, die Betreuungssituation heutzutage ist ja eine ganz andere als damals, die Betreuungsgesetze wurden ja geändert und so weiter. Ja, so ist das, ne? Und
ja, eigentlich halt Helfershelfer des Faschismus und halt auch für sich selber im Prinzip überhaupt nicht frei. Die sind ja total gefangen in ihrem Beruf und in ihrer Angst und Rex. Und der ist halt in unserer Gesellschaft sehr weit verbreitet und sehr häufig zu finden. Und ja, die Leute scheinen halt wirklich Angst zu haben um ihre eigenen Ärsche, mehr als dass sie halt irgendwie anderen was Gutes tun wollen. Und im Prinzip betrachten sie halt andere Menschen gar nicht als Lebewesen und wollen eben denen auch somit nicht wirklich was Gutes, sondern eben im Endeffekt nur sie kontrollieren, sie mit Medikamenten vollstopfen nach Möglichkeit und ja, bestimmen, was die anderen zu tun und zu lassen haben. Ja, sie im Prinzip benutzen die Gegenstände und möglichst viel Geld mit ihnen zu halten. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben und bitte abonniert meinen Kanal gerne und ja, ich hoffe, dass ich auch in Zukunft interessante Themen für euch habe. Gerne Themenvorschläge und so weiter in die Kommentare. Und ja, macht's gut und habt noch ein schönes Wochenende. You are.